Das Gesetz ist unserem Trevor auf den Fersen. Willkommen zurück zu GTA. Und ich würde sagen, wir markieren uns aber schon mal die nächste Mission. Ach nee, das wäre das hier. Hatten wir nicht noch eine... Die ist wahrscheinlich bei Nacht nicht verfügbar, also machen wir als nächstes die Devon-Mission wieder hier. Müssen wir wieder jemanden Autos klauen, warum auch nicht. Oh, das tut mir jetzt leid. Pool, tut mir sorry. Wir müssen versuchen, weg zu sein, bevor die Cops da sind. Okay, hat gut geklappt. Mann, nur weil ich jemanden mit einer Muskete erschossen habe, ist jetzt die Polizei hinter mir her. Das finde ich total unfair. Und auch unlogisch. In Deutschland müsste man da erstmal noch ein bisschen Papierkram klären, ne? Boah. Hier wieder ein Monster-Stunt, den ich eh nicht schaffe, weil ich nicht schnell genug war. Vents. Hey, abgeschlossen. Respekt, noch 49 übrig. Das ist aber schön. Die Dingensmission ist doch da oder ist die jetzt wieder da? Na, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal schnell darüber, weil das wieder so eine Fremde- und Freak-Mission ist. Und anscheinend wieder für den Nigel, wenn ich mir das N da vorne so angucke. Wer weiß, was der jetzt schon wieder vorhat. Ich nehme mal hier voll die Abkürzung. Huppala. Ah! Das ist er. Hallo. Was kann ich für dich tun? Oh, he's making such a fuss, these celebs. Oh, they're not like you or me. Ah, apart from you, Jock. Would you go and get him one of his favorite pizzas? No. Well, then I don't know what to do with him. I mean, he hasn't eaten for a few days. You've kidnapped a major movie star, okay? Now, you can either leave him somewhere and hope he's been sufficiently scared shitless to stay quiet, or you can send him on the kind of trip he won't come back from. Oh, a trip! Such fun! Oh dear, what a palaver this is! Decisions, echt mal, das ist ja unfassbar, so eine Entführung. Was man da für ein Trara hinterher hat, das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Keine zivilisierten Leute mehr. Al is in the boot of the car. You'd be doing us such a favor. I'm really not one for goodbye. Begib dich zu den Eisenbahngleisen. Der arme Filmstar, ey, der tut mir so leid. Aber was soll's, was weg muss, muss weg. Bevor es schlecht wird. Oder mir schlecht wird, je nachdem. Eine kleine Müllbeseitigung können wir ja ruhig mal machen. Hey! Hello? What's happening? Who are you? I'm the man getting you from A to B. A being the trunk of this car and B being a horrific scenario of my choosing. Oh God! I have money on me! Lots of money! Good to know, Al! Good to know! I'll be sure to grab that after we're done. Oh, shit! Please, let me go! Nope. Tut mir leid. I thought you were a big, tough action movie guy! Fahr weiter zum Ziel, Napoli zu erledigen oder halte das Auto an und steig aus, um ihn freizulassen. Nö, sehe ich gar nicht ein. Ich will das mit dem Bahngleisen sehen. See, you can act. Don't listen to all those movie critics. Just me halt die Klappe, ich hab zu tun. Have fun with those two. They're harmless, aren't they? Den freilassen, dass ich nicht lache. Ich will, dass den mit den Zugleisen die Spülen macht. Lucky boy. Older women are to be cherished. Like a fine cheese. Sometimes the rind is the best bit. What do you want? Cars? Drugs? Kunstwerken, Bursche? You barely know me, Al, and you're already judging my cultural standing. I find that very offensive. Echt? Widerlicher Typ! Okay, wie weit müssen wir noch fahren überhaupt hier? 2-2, okay. Das ist ja ein relativer Katzensprung, also das sollten wir schnell hinter uns gebracht haben. Mal sehen, ob der wirklich so viel Geld bei sich hat und ob wir das danach noch aus den Fetzen rauspulen können, denn das wird sicherlich eine ziemlich harte Nummer. Weil ich Spaß hab. One, I'm a bad person. Two, I understand that love takes many forms. Most importantly, you've seen all our faces. I've made the mistake of not tying up loose ends once before. I won't tell a soul, I promise.
We both know you'll go straight to the police. I won't. I fucking swear it. I could give you $10,000 right now. Das klingt zwar auch verlockend, aber trotzdem. Ich bin einfach ein Mensch, der Action will, und deshalb kommst du auf die Gleise. Tut mir sorry, mein Freund. What is that smell? What do you expect? I'm fucking terrified. Opa! DiNapoli, they should call you. Okay. Well, here we are, Al. Curtains up. It's time for your final scene. You fucking psycho! So, mein Freund. Oh God. Mach's gut, Kollege. Zack. Okay, ich hatte mir zwar ein bisschen actionreicheres vorgestellt, aber war trotzdem schön. Jock, we've been worried sick. Ach, kein Problem, alles erledigt. Passing of Mr. L. DiNapoli. Train accident. Very sudden. I loved that man. We will remember him always. The way he was on TV before we met him. Not that any of us met him, of course. You two enjoy the rest of your vacation. Oh Mensch, das sind Spinner. So, bestanden. Weinwood-Souvenirs, letzter Akt. Letzter Akt, jetzt wollen die wohl nichts mehr, oder was? Oh, was haben wir denn hier alles? Hör mal. Wieder die ganzen Waffengeschichten hier und die Autozeile. Dass das immer an alle geschickt wird, das nervt. Hast du vergessen? Nee, habe ich nicht vergessen. Aber ich hatte bis jetzt offen gesagt nicht die Zeit. Wo ist denn der Fluchtplatz? So, da rufen wir uns mal ein Taxi. Kontakte. Downtown Cab and Co. Gib mich Taxi, aber schnell. I need a taxi as soon as you can. No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Gut. Work. So, am besten wäre es natürlich, wenn wir dann einen Helikopter finden könnten oder sowas in der Art zumindest. Weil Baum. Weil mit dem Helikopter könnten wir offen gesagt besser erkunden, wo wir sind, was wir zu tun haben. Und überhaupt, ne? Aber ich denke, am Flugplatz sind wir dann der richtigen Adresse. Da hinten. Ja, ist ja gut, ich bin da. Und los geht's. Jetzt haben wir nämlich auch gleich wieder die Polizei im Nacken, wenn wir den Flugplatz betreten. Das heißt, wir müssen da schnell irgendwas suchen, mit dem wir fliegen können. Helikopter wäre wirklich am geilsten. Damit könnte man so schön von oben alles beobachten. Danke, dass du mich am Arsch der Welt rauslässt, Kollege. Kannst du nochmal kurz anhalten? Zack. Oh shit. Gott, was haben die für Wummen dabei, hör mal. Die haben ja ganz schöne Wummen dabei. Ja Gott, damit habe ich nicht gerechnet, du. Also ich habe ja mit vielem gerechnet, na, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe schon gedacht, oh, da stand irgendwo ein Bull in der Nähe. Weil das da direkt zwei mit Maschinengewehren sind. Damit rechnet doch kein Mensch in den übelsten Träumen. Jetzt brauche ich aber immer noch ein Taxi. Gib mir ein Auto. Und dann aber ganz zackig zurück zum Airport. Move, buddy. Raus. Halt die Klappe. Oh, shit. Lol, ich sag shit, der Trevor sagt shit. Wir sagen doch alle hin und wieder shit. Entschuldigung. Das habe ich jetzt echt nicht gewollt. Tut mir leid, Frau, die rauchte. Ja, rauchen kann tödlich sein. Ich hab's immer gewusst. So, fahren 60 von 100, da haben wir hier mal wieder ein bisschen den Skill verbessert, das ist aber nett. Boah, shit. Boah, nicht so rutschen bitte, da kriege ich immer Angst, dass ich irgendwie gleich total von der Spur wegknall.
dann sonst wo lande. Das wäre ja unschön. Aua. Es war ein fein Automobil und so. Nee, wir müssen nach unten, Schatz. So ist das nun mal. Dann müssen wir auch schnellstmöglich in die Richtung. Was machst denn du? Du sollst fahren. Los. Drück drauf, gefälligst. So, mal sehen, ob wir diesmal mehr Glück hatten. Ich glaube, wir hatten ja sonst immer nur die Flugzeuge gefunden, ne? Ah, aber wenn wir ein kleines, schickes Flugzeug finden, das würde, glaube ich, auch gehen. Aber ein Helikopter wäre mir echt am liebsten. Und spring! Kriege ich jetzt hier einen erfüllten Monster-Stunt dafür? Wo springst du hin? Da ist ein Gebäude, das weißt du schon, oder? Fehlgeschlagen, pa. Ich glaube, dein Kopf ist fehlgeschlagen. Komm schon, hier wird doch irgendwo ein Helikopter oder sowas sein. Lass mich im Frieden. Ich will das alles überhaupt nicht. Ich will doch nur ein Flugzeug. Aber allgemein, was Flugzeuge angeht, ist der Flughafen ziemlich rar gesät, ne? Keine Flugzeuge, die rumstehen, keine Helis, die rumstehen. Scheint, als könnten wir nur das nehmen, das vorne immer rumlümmelt. Also müssen wir das Beste machen, ne? Aus unserer Not. Du siehst doch aus, als könnte man mit dir fliegen, hör mal. Da müssen wir zwar rückwärts ausparken, aber was soll's. Okay, Rückwärtsgang. Und Vorwärtsgang. Oh, Vorwärtsgang ist doch nicht so eine gute Idee hier. Hier hingegen schon. Und weg mit den Rädern. Gut, jetzt ist natürlich das Problem, dass es auch noch mitten in der Nacht ist. Das heißt, wir haben echt gute Chancen, genau die Stelle zu finden, die wir suchen. Attention aircraft. This airspace is prohibited. Reverse course now. Ja, ja. Okay. Also, was sehen wir da? Das eine sieht auf jeden Fall aus, eventuell als wäre es eine Zugstrecke oder eine Autostrecke. Es ist auf jeden Fall kein Wüstenland, sondern ein bisschen grünlich und da sind schöne Nebenwege mit Hütten. Zwei Hütten im Grünen, das müsste man sich eigentlich einigermaßen merken können, wenn man da in der Nähe ist. Also es sieht mir auf jeden Fall nicht besonders bergig aus. Es sieht eher so aus, als wäre das um die Berggebiete drumherum. Deshalb probieren wir so doch einfach mal unser Glück. Mal sehen, ob wir die Person finden. Okay, es ist auch irgendeine Straße, aber ich weiß nicht. Die Straße sieht nicht unbedingt so riesengroß aus. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt hier diese Hauptstraße ist, die hier lang führt. Aber hier zum Beispiel geht ja jetzt gleich rechts eine Nebenstraße ab. Aber die führt in die Berge rauf. Das ist nicht ganz das Gebiet, das wir suchen. Würde ich jetzt zumindest sagen. Das sind auch keine Feldwege in der Nähe. Das sind hier alles Prachtvillen. Nee, hier sind wir ein bisschen falsch. Da müssen wir wohl noch ein Stück weiter. Da ist die Militärbase, von der würde ich mich gern ein bisschen fernhalten. Weil die verstehen bestimmt keinen Spaß, wenn da ein Flugzeug einfach drüber fliegt, das nicht autorisiert ist, hier zu fliegen. Deshalb schauen wir uns anderweitig ein bisschen um.
So, also hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine kleinere Straße und auch Nebenwege mit dran. Allerdings fehlen uns zum Glück noch die zwei Häuser. Hier wird jetzt auch schon wieder ein bisschen wüstenlandartiger. Ich habe echt keinen Peil, wie man das rausfinden soll. Was wir suchen, wo wir es suchen und überhaupt, wie wir es finden. Shit! Zieh die Kiste hoch! Zieh die Kiste hoch! Oh, Respekt! Oh. Zieh die Kiste hoch! Shit! Naja gut, ich würde auch sagen, wir müssen die Leute ja nicht unbedingt finden, weil ich habe auch keine Lust, hier meine Zeit zu verschwenden, indem wir den ganzen Luftraum immer absuchen nach irgendwelchen Leuten. Wir haben ja gesehen, was das für eine Missionsart ist. Und da können wir es ja einfach dabei belassen, würde ich mal sagen, weil ich glaube nicht, dass ich das hier rausfinde. Was die genau von mir wollen und wen die suchen, wo sie suchen. Das ist ja alles recht verworren, ne? Weil der könnte genauso gut hier hinten, könnte das auch irgendwo sein, ne? Hier gehen ja auch Straßen lang und Nebenwege. Weil ich sehe jetzt hier auch sonst nichts, das irgendwie jetzt unbedingt dazu gehören muss. Aber wie gesagt, es ist ja auch nicht unbedingt wichtig, dass wir das machen. So. Ich hätte jetzt lieber noch ein bisschen Spaß mit der Muskete. Batz! Ich habe so Freude mit der Muskete. Legt an! Zielt! Feuer! Oh, da ist irgendein roter Punkt. Vorwärtseinheit! Drecksköter, nicht mit mir. Okay, ihr wollt Ärger, ihr wollt Ärger. Kommt ruhig her, wenn ihr was wollt. Ich bin vorbereitet. Boah, den habe ich voll weggeratzt hier. Da, verdammt. Fahr, solange du noch kannst, Bitch. Ich bin der Typ mit der Muskete, wenn er mich sucht. Zack. Zack. Kommt schon, ich brauche bessere Ziele. Ah! Ich schieß dir den Fuß, du Lappen! Oh, das ist ja cool! Zack! Daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass man das hier auch mit Kim und Korn machen kann. Zack. Wer feuert noch auf mich? Ich bin der Musketenmann, ihr könnt gegen mich nichts unternehmen. Los, nachladen, schneller. Haha, getroffen, Dreckspilot. Wer will noch? Zack.
Los, lauf, Peter! Oh, shit! Ich wollte noch mit der Pistole Spaß haben. Aber ich will zumindest mal sehen, wie das mit der mit Kim und Korn aussieht, ne? Das ist doch bestimmt auch richtig schick. So, lass mich raus hier. Oh ja, das ist eine richtig schicke Waffe. Aber die Muskete finde ich trotzdem am coolsten. Na gut, ich würde sagen, wir haben erstmal genug Unsinn gemacht. Wir hören hier für heute, hört auf rumzuschreien, wir hören hier für heute auf mit GTA und beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder. Tschüssi!